entweder wir fangen an, wirklich hohe Teilnahmebeiträge zu erheben, um unsere Veranstaltung weiter auch mit einer guten Qualität durchzuführen, oder wir müssen eben weiterhin qualitative Abstriche machen. Und wir haben mittlerweile eine ganze Menge an Kindern, bei denen die sich so ein Wochenende eigentlich nicht leisten können. Die Förderung stellt uns vor viele organisatorische Herausforderungen. Wir verbringen aber auch viel Zeit mit der Akquise von Drittmitteln. Diese Mitarbeiter zahlen 10 Euro Teilnehmerbeitrag, um alle Kosten, die bei uns bei dieser Großveranstaltung auf uns zukommen, decken zu können. Wir als niedersächsische Jugendverbände brauchen mehr Geld, um unsere Arbeit weiterhin so qualitativ hochwertig halten zu können. Deshalb möchten wir auch euch bitten, am 13.09. um 12.30 Uhr zu einer großen Demo vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover zu kommen. Am 13.09. wird im Niedersächsischen Landtag der Haushaltsentwurf vorgestellt und beraten. Deshalb wollen wir an dem Tag vor Ort sein und den Politikerinnen und Politikern zeigen, wie wertvoll, vielfältig, bunt und auch wichtig die Jugendarbeit für Niedersachsen ist.